Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein neues Tutorial. Ich wurde gefragt, ob ich ein Tutorial darüber machen kann, wie man Manga-Köpfe zeichnet. Davor möchte ich euch erstmal ein bisschen was über Schablonen erzählen. Die Grundlage eines Manga-Kopfes ist nämlich immer ein Kreis bei mir. Und für Anfänger, die noch nicht so gut Kreise zeichnen oder sich noch nicht so ganz so sicher sind, gibt es solche Schablonen. Die findet man in Bedarfsläden für Büroartikel zum Beispiel und vielleicht auch bei MacPaper. Da sind Kreise von 40 bis zu kleinen Kreisen wie hier 4. Das sind die Millimeterzahlen. Das heißt, das hier sind dann 4 cm. Aber generell solltet ihr üben, Kreise frei Hand zu zeichnen. Und das geht am besten, indem ihr Spiralen zieht. Und dabei solltet ihr nicht das Handgelenk bewegen, sondern den ganzen Unterarm ab dem Ellbogengelenk. Die Schulter macht dabei automatisch mit. Und am besten füllt ihr mit solchen Übungen dann ein paar komplette Blätter. Der Schnelligkeit halber mache ich jetzt aber ein Limit. Dann mittet ihr die Mitte. Ich habe ja schon erwähnt, der hat so ungefähr 4 cm. Und da ist die Mitte bei 2. Durch die Mitte zieht ihr dann einen senkrechten Strich. Und das ist bei allen Gesichtswinkeln zum Betrachter genau das gleiche Verfahren, was ich hier mache. Also ich ermittle immer erst die beiden Mitten von dem Kreis. So. Wenn man jetzt hier direkt weitermachen würde, würde man das Gesicht eines Kindes erreichen. Ich werde damit erstmal anfangen, weil das die einfachste Gesichtsform ist. Und zwar ist zwischen den Augen immer ein Platz für ein weiteres Auge. Das heißt, je nachdem wie groß ihr eure Augen macht, müsst ihr hier dann auch den Platz berechnen. Das heißt, ich zeichne die Augen immer als Kreisform. Und daneben ungefähr, also ihr müsst das jetzt nicht genau machen, aber ungefähr 2 Kreise in der gleichen Größe. Das ist auch nicht schlimm, wenn die ein bisschen eiförmig sind. So, und dann ermittelt ihr von dieser Mittellinie hier die Mitte bis zum äußeren Rand des Kreises. Es gibt die Position eurer Nase an. Und wenn ihr dann von diesem Teilstück nochmal die Mitte nimmt, erhaltet ihr die Position eures Mundes. So. Und wenn man das hier alles hat, diese ganzen Guides, dann könnt ihr anfangen, euer Gesicht zu zeichnen. Dafür rotiere ich mal das zwischen den Augen ein bisschen weg. Es gibt Zeichner, die zuerst die Gesichtsaußenlinie zeichnen, aber ich gehe lieber vom Gesicht erstmal aus. Und wenn ich merke, dass das Gesicht mir schon nicht gefällt und ich ein neues Blatt anfangen muss, dann passiert mir bei der Außenlinie, also dann muss ich nicht noch extra mich mit der Außenlinie untenrum ärgern. Bei großen Augen nehme ich immer die äußeren Rahmen des Kreises als Richtlinien für die Lidlinien. Welchen Style die Augen macht, das ist dann euch selber überlassen. Dieser bekommt die Nase. Und auf dieser der Mund.
Versucht dabei, den Mund auf beiden Linien, auf beiden Seiten der Linie etwa gleich lang zu machen. Und dann zeichne ich die Gesichtsaußenlinie. Diese entspricht nicht ganz dem Kreis, auf Höhe der Augen. Zeichne ich etwa von Augenbrauenhöhe, was nur minimal über den Augen ist, bis etwa zur Nasenspitzenhöhe zwei leicht schräg verlaufende Linien. Und bei Kindern belasse ich die Kinnlinie meistens sehr rund. Diese Mundlinie ist nur, wenn das Gesicht sehr neutral guckt, relevant. Wenn ihr das Gesicht etwas lächelnd malen wollt, dann muss sie ein wenig höher sein. Die Haarlinie, oder der Ansatz der Haare, beginnt etwa auf zwei Dritteln Höhe der oberen Hälfte vom Kreis. Und die Ohren setzen beim Augenwinkel an und gehen bis zur Nase, bis zur Nasenspitze. Aber wenn ihr eure Ohren beobachtet, die setzen zwar im Augenwinkel an, gehen aber dann noch in der Rundung leicht hoch. Das mache ich hier dann genauso. Und die Haare solltet ihr in geschwungenen Linien zeichnen. Denkt, dass in Haaren immer ein wenig Volumen ist und die nicht an den Kopf angeklatscht sind. Der Hals bei Kindern ist nur sehr schmal im Gegensatz zu dem von Erwachsenen. So, das ist die Form eines Gesichts von einem Kind. Damit auch gleich weiter, weil ich finde, das ist die einfachste Gesichtsform. Um zum Dreiviertel Papier zu kommen. Für die Dreiviertel Profilansicht nehme ich jetzt hier von dieser Linie nochmal etwa die Hälfte. Man kann das übrigens auch freihand abschätzen. Und zeichne einen leicht geschwungenen Bogen von den beiden Außenlinien zu dieser Linie. Beim Dreiviertel ist es dann so, dass ihr euer Positionsauge, also das Auge, was zwischen den Augen ist, an diese Linie anzeichnet. Dabei sollte sie dieses dritte Auge nur geringfügig über die Linie hinweggehen und zum Großteil auf der anderen Seite sein. Ihr könnt es auch direkt an diese Linie anzeichnen, das ist auch nicht schlimm. An dieses Positionsauge setzt ihr dann das normale, den Kreis für das normale Auge. Und auf die andere Seite den Kreis für das abgewandte Auge. Dieser ist aber kein Kreis mehr, sondern mehr ein Oval, was so circa um die Hälfte von dem Kreis hier hat. Also das ist gestaucht. So, könnt ihr wieder das Hilfsauge entfernen. Dann, wie gehabt, Hälfte
Und nochmal die Hälfte. Bedenkt, dass in diesem Winkel die Nasenspitze definierter sein muss als hier, wo sie nur ein Schatten ist. Und ich mache wieder ein lächelndes Gesicht, das heißt, ich bleibe etwas über der eingezeichneten Mundlinie. Hier muss auf der zugewandten Seite des Gesichtes der Mund etwas länger sein als auf der abgewandten Seite. Wenn ihr bestimmte Hilfslinien nicht mehr braucht, dann könnt ihr die auch immer entfernen, wenn ihr sie abgehandelt habt. Auch hier zeichne ich von etwa Augenbrauenhöhe eine gerade Linie auf der abgewandten Seite. Dann kommt das Ohr. Es kommt bei, wenn ihr hiervon die Hälfte nehmt, von dieser Hälfte nochmal die Hälfte, dann setzt ihr da das Ohr an. Von der Größe her genauso wie von in der Frontalansicht. Das Kinn geht ein wenig vor dem Ohr nach oben, sodass es sich ungefähr mit dieser Ohrlinie dann treffen würde. Die Haarlinie, wie gehabt, etwa im oberen Drittel. Und das abgewohnte Ohr könnt ihr einfach in dieser Kuhle hier andeuten. Den Hals solltet ihr etwa auf Kinnhöhe ansetzen. Und dann könnt ihr wieder mit geschwungenen Linien die Haare ein. Dann wechsle ich über zur Profilansicht. So, ich habe hier von dieser Linie dann auch nochmal die Hälfte eingezeichnet. Um diesen Punkt herum zeichne ich einen Kreis, der ungefähr die Größe meines Auges angibt, als wenn ich es von frontal zeichnen würde. Bei der Seitenansicht ist es wichtig, dass ihr beachtet, dass das Auge dann auch von der Seite gezeichnet wird. Das heißt, es wird ein bisschen keilförmiger. Etwa bis der Keil geht dann bis etwa zum äußeren Rand des Kreises. Den Rest vom Kreis auf der Seite könntet ihr dann entfernen. Und man sieht kaum, wo das Lid auf der anderen Seite dann wieder runter geht. Also das braucht ihr dann nur andeuten. Aber es gibt auch viele Manga-Zeichner, die das nicht mal andeuten, sondern einfach nur offen stehen lassen. Die Iris ist dann entsprechend auch nicht mehr ganz so rund wie von der Frontalansicht, sondern ist ein sehr schmales Oval. Noch schmaler als das bei dieser Dreiviertelansicht. Hier habe ich auch schon die Nasenlinie eingezeichnet, aber ich glaube, die ist ein bisschen niedrig. Zum Beispiel bei Kindern zeichne ich die Nase gerne auch noch ein bisschen höher ein in der Profilansicht. Bei Erwachsenen würde ich diese Linie dann auch beibehalten. Da, wo das Auge ist, bei der Mittellinie, zeichnet ihr eine kleine Rundung nach innen ein.
die dann natürlich bis zur Nasenlinie gehen muss. Denn an dieser Nasenlinie müsst ihr eure Nasenspitze einzeichnen. Der Mund muss dann entsprechend auch wieder höher sein. Und ihr müsst versuchen, etwa eine gerade Linie zu erreichen. Das heißt, an diesem Punkt, wo ihr die Beugung nach innen macht, könntet ihr etwa eine gerade Linie nach unten zeichnen, an der ihr euch orientieren könnt. Die untere Lippe sollte nicht so weit vorstehen wie die obere Lippe. Ihr könnt aber auch die Lippen ganz weglassen und nur eine leichte Ausbeulung andeuten. In Richtung Ohr muss das Kinn dann wieder ein wenig hochgehen. Das Ohr sitzt nämlich hier direkt an der Mittellinie an. Und genauso wie hier geht diese Linie ein wenig in Richtung des Oberansatzes. Passe ich die Gesichtskontur noch ein wenig an. Die Oberlippe sollte ein wenig nach oben zeigen und die Unterlippe nach unten. Profil macht mir selber aber noch ein paar Probleme. Da bin ich selber noch nicht ganz so gut. Den Mund zeichne ich meistens mit einer kleinen Lücke zu den Lippen ein. Müsste ein wenig rumprobieren. Profilansichten machen vielen Leuten Probleme und so mir auch. So. Zeichne ich die Augenbraue ein. Hier geht die Linie etwas wie eine gerade Linie hoch. Dann zeichnet man hier die Augenbraue ein. Etwas höher als das Auge, genau wie hier. Und wieder bei etwa einem Drittel Kreis höher kommen die Haare hin. Jetzt zeichne ich aber erstmal das Ohr, wie gesagt, hier an diese Mittellinie. In der Größe verändert es sich wie immer nicht. Der Hals sitzt etwa unter dem Auge an, so in der Mitte, und hört unter dem Ohr auf. Nun zeige ich das Ganze nochmal mit einer längeren Gesichtsvariante. Auch hier zeichne ich jetzt erstmal Kreise im Timelapse. Bei längeren Gesichtern ist es so, dass ihr den Abstand zur Mitte des Kreises als Richtlinie nehmen könnt für die maximale Länge des Kinns. Das heißt, euer Kinn, das ihr hier dran setzt an den Kreis, sollte maximal diesen Abstand hier betragen, von hier nach da. Ich mache meistens in etwa die Hälfte davon für Frauen Gesichter. So, diesen Abstand zeichnet ihr dann hier unten ein. Macht eine Linie da dran und müsst dann anhand dieser Gesamtlänge ermitteln, wo nun die Mitte eures Gesichtes ist. Also man kann das auch schätzen. Ich mache das jetzt einfacher, einfacher als halber alles
mit dem Lineal, wo dann eure neue Mitte ist. Da zieht ihr dann die Linie, die waagerechte für eure Augen. Und auch hier zeichnet ihr wieder ein Auge zum Abstand halten ein. Und da dran die Kreise für eure richtigen Augen. Ist egal, wie groß oder wie klein ihr die Augen macht. Ihr solltet immer genauso vorgehen. Eure Augen sollten jedoch nicht kleiner als ein Fünftel dieser Linie mit den Schnittpunkten an dem Kreis sein. So. Von dieser neuen Mittelpunktlinie aus ermittelt ihr den neuen Punkt für eure Nase der Figur. Und von da aus wieder die Position für euren Mund. Wenn ihr eine ungerade Zahl raus habt, dann entscheidet euch immer für die höhere Position. So, dann zeichnet ihr wieder die Details ein. Bei Erwachsenen mache ich immer gerne noch die obere, oder deute ich gerne immer noch die obere Lidfalte an. Dann die Augenbrauen. So. Für die Gesichtsform habe ich mal einen. Zeichnet ihr von dieser Linie aus zu dieser eine Linie. Und auf der anderen Seite genauso. Und außerhalb dieser Linie müsst ihr lang gehen, um eure Gesichtsform zu machen. Bis zum Mund geht das etwas von der Linie weg. Dann zum Gesicht hoch geht es wieder nahe zu dieser Linie heran. Auf der anderen Seite genauso. Und damit habt ihr erstmal euer Gesicht von einer erwachsen wirkenden Frau. Um jüngere Gesichter darzustellen, müsst ihr das Kinn etwas näher an den Kreis setzen. Dann wird der Abstand zwischen Auge, Mund und Nase nicht so lang. So, die Ohren werden genauso wie bei dem kleinen Bild gemacht. Deswegen mache ich hier erstmal ein Timelapse rein. So, hier habe ich nun die gleiche Kinnlänge genommen und schon eingetragen mit den ganzen Hilfslinien. Und genauso wie bei dem kleinen Gesicht nehmt ihr jetzt von dieser Linie hier wieder ungefähr die Hälfte. Und zieht eine leichte Kurve. Von den Gesichtsenden aus. An diese Linie zeichnet ihr wieder ein Auge als Richtwert und dann das zugewandte Auge in normaler Größe. Das abgewandte Auge wieder gestaucht, das heißt kleiner als das zugewandte Auge. In der Höhe bleiben diese Augen aber immer gleich. Nur die Breite ändert sich. Die Nase geht gerade auf diese Linie zu, setzt aber hier oben zwischen den Augen an der Linie an. Und der Mund
positioniert sich in etwa unter der Nase. Wieder auf der zugewandten Seite. Etwas länger als auf der abgewandten Seite. Hier nehme ich aber die untere Kante der Nase als Richtwert. Zeichne ich wieder die Details bei den Augen ein. Für die äußere Gesichtsform zeichne ich mir erstmal hier eine Senkrechte ein. Und hier wieder meine Dreiecke. Und mein Dreieck. So. Bis zur Nasenspitzenlinie. Geht das Gesicht noch etwa gerade, aber ein bisschen schräg, wie man hier sehen kann. Also es ist eine gerade Linie, aber sie bewegt sich weg von dieser senkrechten in Richtung dieser schrägen Linie. Auf Höhe der Nasenspitze und vor allem des Mundes macht die Linie dann ein Knick oder hat hier eine Rundung, besser gesagt, die bei dem Mund dann am stärksten wird. In etwa der Mitte des Mundes zeichnet ihr dann die Spitze eures Kinns ein. Und dann geht es außerhalb dieser Linie wieder weiter. Erstmal sehr weit von dieser Linie entfernen. Dann wieder auf Höhe des Mundes geht es dann Richtung Gesicht. In einem recht spitzen Winkel. In einer recht spitzen Kurve. Und daran schließt dann das Ohr an. Auch bei der Profilansicht zeichnet ihr euch wieder den Mittelpunkt ein und zeichnet dann drumherum euer Auge. Bei einem kleineren Auge mache ich es meistens nicht. Und zeichne ich es meistens nicht bis zum äußeren Rand des Kreises dann ein, sondern zeichne ungefähr dann etwas über die Mitte hinaus die Iris schon ein. So. Auch hier wie beim Kinn geht bis hierhin geht das Gesicht, also geht erstmal wieder eine leichte Beugung nach innen und dann nach außen zur Nasenlinie hin. Hier ist es wieder einigermaßen gerade. Ich zeichne oft die Nasenspitze etwas höher ein als die Nasenlinie, wenn es im Profil ist, weil ich das dann einfach schöner finde. Profilansicht trickst sich immer sehr, sehr viel. Ich denke, mit der Zeit muss man dafür einfach dann ein Auge entwickeln, wie das dann am besten wirkt.
Wie ihr hier schon seht, habe ich mir mehr zur Hilfe, damit mein Kinn nicht zu lang wird, schon das Kinn etwas eingezeichnet. Das ist, erstmal geht es recht gerade und dann, wenn es in Richtung Mundlinie geht, wird es dann sehr steil. Und hier an dieser Linie, weil ich ja schon mal gesagt habe, dass die Kinnlinie immer in Richtung des Ohres geht, wird dann auch wieder das Ohr eingezeichnet. Von heute. Wir zeichnen von Zöpfen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie gesagt, wenn ihr ein Zwischending zwischen Kind und Erwachsenen zeichnen wollt, dann müsst ihr das Kinn entsprechend etwas kürzer machen. Ich mache es schon meistens nur halb so lang, wie der Abstand zur Kreismitte ist. Jetzt ist es halt eine erwachsene Frau, also eine richtig erwachsene Frau. Wenn ihr eher so ein Teenager-Mädchen machen wollt, dann solltet ihr dann nochmal die Hälfte davon nehmen, also ein Viertel der Länge bis zur Kreismitte. Und entsprechend auch die Augen dann ein bisschen größer zum Beispiel und die Nase ein bisschen stupsnasenmäßiger. Und wenn das Kind ein bisschen älter sein soll, müsst ihr natürlich dann auch das Kinn etwas verlängern und die Augen etwas kleiner machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen geholfen, auch wenn es bei mir auch immer noch eine große Trickserei ist, vor allem bei dem Profil, weil mir das auch noch nicht so dolle liegt. Danke fürs Zuschauen.